Hallo und herzlich willkommen zurück. Heute habe ich ein sehr wichtiges Thema für dich. Das solltest du nicht verpassen. Alle reden über Lockerungen. Zurück ins normale Leben. Öffnung der Gastronomie, Mallorca-Urlaub und so weiter und so weiter. Aber was ist mit den Kindern? Kitas und Schulen sind seit Monaten überwiegend geschlossen. Spielplätze geschlossen. Freunde treffen kaum möglich. Häusliche Gewalt leider in vielen Familien an der Tagesordnung. Diese und weitere Fragen habe ich heute dem stellvertretenden Geschäftsführer, Herrn Dürr, vom Kinderhaus Nürnberg gestellt. Mein Name ist Stefan Dürr. Ich bin stellvertretender Geschäftsführer bei der Kinderhaus Nürnberg GmbH, dort schon sehr lang beschäftigt, seit jetzt bald 23 Jahren. Ich wünsche mir eine kindgerechte Gesellschaft, in der die Bedürfnisse der Kinder in einem wesentlich umfangreichernden Maße berücksichtigt werden, als es jetzt der Fall ist. Und ich wünsche mir, dass in dem Bereich Kinderbildung, vorschulische Kinderbildung, das investiert wird, was wichtig ist, weil Kinder sind die Zukunft und Kinder sind im Prinzip ein ganz wichtiger Schatz und da passiert oft zu wenig. Was ich mir wünsche, ist, dass unsere Kinder wieder in die Kitas können, auf die Aktivschulplätze können, in die Schule können, dass sie ihre Freunde treffen, dass sie mit den Pädagogen spielen können, dass wieder eine Normalität zurückkehrt. Das ist für sie wichtig, für ihre psychische Gesundheit. Dazu müssen wir testen und testen und testen und nochmal testen und wir müssen impfen, impfen, impfen. Das ist das Allerwichtigste, weil wir brauchen eine Rückkehr zur Normalität für die Kinder, die letztendlich unsere Zukunft sind. Wie geht es in der schweren Zeit den Kindern? Denen geht es nicht gut. Also vor allen Dingen ist einfach die Dauer der Krise das Problem. Wir beobachten das jetzt ja seit einem Jahr und es ist vor allen Dingen für Kinder, die sich nicht in den Einrichtungen, in den Kitas aufhalten können, einfach ein ganz großes Problem. Man merkt es und das berichten uns die Erzieherinnen und Erzieher, dass bestimmte Verhaltensauffälligkeiten auftreten. Die lernen und verlernen eigentlich, so muss man richtig sagen, die verlernen den sozialen Umgang miteinander, soziale Kompetenzen, die sie auch durch uns sich angeeignet haben, den Umgang mit dem anderen, das wird verlernt. Die Kinder, die kommen euphorisch in die Einrichtung und jetzt ja. War ja kurzzeitig irgendwie Regelbetrieb. In Erlangen hatten wir auch kurz Regelbetrieb. Da waren die Kinder vollkommen glücklich, irgendwie Freundinnen und Freunde zu sehen. Und dann geht es jetzt wieder in den Notbetrieb. Also, das ist eine Situation, die zu ganz, ganz massiven Beeinträchtigungen führt. Und die sozial-psychischen Schäden, die auch langfristig sein werden, die können wir momentan noch gar nicht absehen. Das ist ein ganz, ganz großes Problem. Vor allen Dingen für Kinder in Bereichen, wo wir Einrichtungen haben, wo soziale Brennpunkte sind, das heißt beengte Wohnräume, viele Menschen in einer Zwei-, Drei-Zimmer-Wohnung, keine Möglichkeit nach außen zu gehen. Dann kommen noch so Aspekte wie Arbeitslosigkeit und solche Dinge hinzu. Das ist für die Kinder eine ganz, ganz schwierige Situation, weil im Prinzip eine zentrale Anlaufstelle fehlt und die komplett weggebrochen ist zum Teil. Für viele Familien ist die Pandemie mit den wechselnden Bestimmungen eine herausfordernde Situation. Wo sehen Sie die meisten Probleme? Also die meisten Probleme sehe ich daran, dass es nicht mehr zu verstehen ist inzwischen. Also wir haben im Verlauf des letzten Jahres Aberhunderte von Newslettern, Informationsschreiben, Regeln, Verordnungen auch an die Eltern kommuniziert, die sich ja permanent ändern, begonnen von einem Betretungsverbot mit möglicher Notbetreuung für Familien in systemrelevanten Berufen, über einen regulären Betrieb letzten Sommer, über ein Drei-Stufen-Modell im Herbst, über eine Schließung, aber möglicher Notbetreuung im Winter, eine Rückkehr zum Regelbetrieb, einem eingeschränkten Regelbetrieb. Also das ist in der Vielzahl an Verordnungen und auch in der permanenten Fluktuation und Änderung, die da ist, nicht mehr zu verstehen. Es ist völlig undurchsichtig und das erzeugt ein allumfassendes Stressmomentum für die Eltern, für die Kinder, natürlich auch für das pädagogische Personal, die an einem Tag die Information von uns bekommen, am nächsten Tag die nächste Information von uns bekommen. Das Ganze kombiniert mit der jetzt über einjährigen Dauer ist natürlich etwas, was
zum Stress führt. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, zu einer verstressten, verdichteten Belastungssituation, weil das für die Eltern nicht mehr nachvollziehbar ist und auch nicht mehr zu verstehen, was, wann, wie, unter welchen Umständen gilt. Gibt es Projekte, die aufgrund der Pandemie nicht realisiert werden konnten, beziehungsweise gibt es Projekte, die durch die Pandemie entstanden sind? Ja, also die Pandemie, Corona hat uns natürlich auch in der alltäglichen Arbeit ganz stark beeinträchtigt. Wir haben in vielen Bereichen ganz, ganz viele Projekte einstellen müssen in den, im vergangenen Jahr vor allen Dingen auch, aber auch aktuell noch. Konkret würde ich da alle Formen von Fernfahrten nennen, die wir vor allem im Bereich Aktivspielplätze immer wieder anbieten. Wir mussten auch im vergangenen Jahr sämtliche Fernbetreuungsmaßnahmen einstellen. Die konnten aufgrund der Pandemielage nicht stattfinden, was natürlich auch für die Kinder, die einen großen Bedarf hatten, ein ziemlicher Schlag war und auch für die Eltern, die einen Betreuungsbedarf hatten. Also in den zwei Bereichen haben wir ganz konkret viele Dinge nicht durchführen können. Und große Tradition haben wir in all unseren Kitas immer Sommerfeste und Jubiläen und solche Geschichten. Auch das musste alles ausfallen. Alles, was natürlich mit größeren Menschenansammlungen zu tun hatte, waren einfach Unternehmen und Aktionen, Projekte, die wir im letzten Jahr nicht durchführen konnten. Was wir gemacht haben stattdessen, ist eine virtuelle Fernbetreuung, die wir durchgeführt haben für Kinder, die da Interesse dran hatten, die einen relativ großen Erfolg hatte. Das haben wir schon letztes Jahr in den Osterferien gemacht. Und die haben wir dann umgebaut in ein Homeschooling-Projekt, das wir vergangenen Spätherbst ins Leben gerufen haben und das wir auch jetzt noch in 2021 fortsetzen. Ansonsten hat der Aspekt digitale, virtuelle Kontaktaufnahme natürlich zu neuen Angebotsformen geführt, die wir so bis dato nicht kannten. Das Kinderhaus wurde 1985 als Verein gegründet. Schildern Sie uns bitte, wie sich daraus der große Träger entwickelt hat, der Sie heute sind. Also die Idee der Gründer des Vereins damals, das war eine Initiative, die sozusagen aus dem Kontext der SPD-Jugend, der SPD-Falken entstanden ist, war, dass man in der damals noch nicht besonders abwechslungsreichen Stadtlandschaft, was Betreuungseinrichtungen und Angebote für Kinder und Jugendliche anbelangt, dass man da sozusagen Angebote kreiert. Der ursprüngliche Gedanke war eigentlich so Notschlafstellen zu installieren und aus dem heraus haben sich einfach immer unter dem Aspekt, ja, ich sag mal, eine Lobbyarbeit für Kinder hat sich ein relativ großer Träger entwickelt, auch deswegen, weil ja in den letzten, ja, nunmehr 35 Jahren seit unserer Gründung sich die Angebotslandschaft in Nürnberg, wie auch bayernweit und bundesweit ja unglaublich ausdifferenziert hat und eine Vielzahl an unterschiedlichen Einrichtungsangeboten da ist, sei es Kinder- und Tageseinrichtungen, offene Kinder- und Jugendarbeit und Ähnliches. Also der gesamte Bereich der Kinder- und Jugendhilfe ist unglaublich ausgebaut worden und auf dieser Welle sind wir immer mitgeschwommen und uns war es wichtig, uns da auch zu entwickeln. Und wir haben angefangen mit vielleicht 10, 15 Mitarbeitern und 2, 3 Einrichtungen. Und inzwischen sind wir ja doch ein relativ großer Träger mit 370 Mitarbeitern. Wir haben insgesamt über 25 verschiedenste Einrichtungen in den unterschiedlichen Engagements und werden auch zukünftig immer wieder uns um Trägerschaften bemühen und immer auch in Projekte reingehen, die uns als attraktiv und sehr innovativ erscheinen. Das Wichtigste, was dabei immer mitspielt als Gedanke, ist im Prinzip Projekte zu entwickeln, die für Kinder der Altersgruppe, sage ich mal, unter 1 bis ins Jugendalter hinein sind. Verbindlich, unverbindlich, offene Angebote, auch Angebote im Bereich sozusagen niedrigschwelliger Angebotsformen und Ähnliches wie auch im verbindlichen Bereich, was Kitas und Horte anbelangt. Das ist uns ganz, ganz wichtig hier immer und das Ganze vom Kind gedacht. Das Kinderhaus Nürnberg ist nicht nur Träger von einigen Kindertagesstätten, sondern auch Träger weiterer anderer Institutionen. Welche Einrichtungen sind das und ist das ein Alleinstellungsmerkmal für das Kinderhaus, so vielschichtige Institutionen zu betreuen? Der Ansatz
Umwelt, Nachhaltigkeit ist einer, den wir seit einiger Zeit sehr konkret verfolgen. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten da Projekte entwickelt unter dem Motto eine gemeinsame Umwelt, ein gemeinsamer Träger, ein gemeinsames Ziel, wo wir einrichtungsübergreifend aus den Themenbereichen Upcycling, Recycling, Naturerfahrungen, Anlegen von Beeten und ähnliche Dinge mit den Kindern in den verschiedenen Einrichtungsformen, die wir haben, Projekte entwickeln und Projekte dann sozusagen auch begleiten mit den Kindern. Da sind die Pädagogen ganz, ganz engagiert am Start. Diese Art von Projekten kann man für alle Altersgruppen anbieten. Das ist entsprechend einfach natürlich dann umzusetzen und das geben wir sozusagen auch die Bildungs- und Erziehungsziele in den verschiedenen Einrichtungskonzepten, die wir haben, auch sehr gut her. Und die setzen wir jetzt sukzessive um. Upcycling, da geht es im Prinzip darum, dass man bestimmte Materialien, die scheinbar wertlos sind, mit den Kindern zusammen wieder sozusagen denen einen Wert zuteilt. Das Thema Natur und Landschaft und Umwelt ist etwas, was wir vor allen Dingen im Bereich unserer Aktivspielplätze umsetzen können. Das sind große Außengelände, wo wir mit Beeten und Anpflanzungen den Kindern auch so das Entstehen von einer Frucht oder von einer Kartoffel oder sowas näherbringen können. Und da sind sie beteiligt dran in der Planung, in der Umsetzung und dann auch in der Ernte am Schluss zum Beispiel. Das ist etwas, was wir für ganz wichtig erachten. Und nebenbei vermitteln wir natürlich da auch den Kindern so Aspekte wie Gemeinschaft, Arbeiten im Team, Arbeiten mit anderen zusammen. Und die Pädagogen, denen kommt ja im Schwerpunkt dann die Funktion zu, das Ganze zu begleiten, zu unterstützen, Anregungen zu geben. Also da sind wir schon sehr intensiv dabei, weil einfach unsere Ansicht ist, dass hier wir als Kinderhaus innovativ und mit Alleinstellungsmerkmal, das wir da entwickeln können, in einem ganz, ganz zentralen Thema, das uns ja alle betrifft und zunehmend betrifft, vorangehen können. Daneben ist natürlich auch der Aspekt, den wir auch in unseren Grundgedanken immer mittragen. Wir sind ja konfessionell ungebunden. Das heißt, der Aspekt Gleichheit und der Aspekt der Gemeinsamkeit ist uns wichtig. Und in unseren Kitas haben wir zum Beispiel zum Thema Migration, zum Thema Kulturen immer Themenwochen, die wir mit den Kindern planen und umsetzen. Und da kommt man gleich zum nächsten Ziel von konkreten Projektumsetzungen, die Partizipation. Das heißt, Partizipation und damit auch verknüpft so Dinge wie Demokratie lernen. Das ist was, was ganz, ganz wichtig ist. Das können Kinder von klein auf im Prinzip schon auch in Krippen lernen, sich in der Gruppe zu bewegen, sich zu beteiligen, zu sprechen, gehört zu werden, auch mal zu diskutieren. Das können Krippenkinder noch nicht, aber die Älteren dann. Das heißt, so, ich sag mal, ja, Partizipation an Entscheidungsprozessen, wie jetzt so Projekten. Und dann auch das Durchsetzen von eigenen Ideen in der Begleitung mit den Pädagogen. Und das ist uns ganz, ganz wichtig. Und da lernen Kinder Demokratie, ein demokratisches Verständnis, eine Kernkompetenz, neben all den anderen wichtigen Aspekten, die wir natürlich auch Kindern vermitteln, Sozialkompetenzen per se, weil das sich Aufhalten in der Gruppe natürlich einen auch individuell, je nach Alter, weiterbildet und weiterführt. Das ist uns ein ganz, ganz wichtiger Aspekt in unseren Einrichtungen. Daneben haben wir, das möchte ich noch erwähnen, auf unseren Aktivspielplätzen ja dieses Prinzip der Bauspielplatzpädagogik. Aktivspielplätze kennzeichnen sich aus, auch durch ein großes Außengelände, durch die Möglichkeit, mit Materialien, mit Handwerkszeug gemeinsam zu bauen. Also der Aspekt des Hüttenbaus ist dann ganz, ganz wichtig auf den Aktivspielplätzen. Da können Kinder an der Werkzeugausgabe sich Hammer, Nägel, Sägen und was sie sonst noch so brauchen, Zange nehmen und dann mit einer kleinen Gruppe oder auch allein auf irgendeinem Bereich auf dem Aktivspielplatz dort Hütten bauen und die dann gemeinsam errichten und sich dort drin aufhalten. Also hier lernen die auch quasi den Umgang mit Materialien wie Holz oder auch mal Metall, mit Werkzeug und machen auch so Erfahrungen mit
den Elementen, weil auch das ist auf den Aktivitätsplätzen ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Wir sind auch im Bereich von Fernbetreuungsmaßnahmen sehr engagiert, weil da ja für Kinder in den Schulferien oftmals keine Betreuung möglich ist. Die Schulen haben zu, die Horte haben zum Teil zu und da bieten wir an verschiedensten Standorten in Nürnberg Fernbetreuungsmaßnahmen an. Da gibt es immer eine Themenwoche, Zirkus, Zaubern und ähnliche Dinge, auch hier Natur, wo Naturthemenschwerpunkte, wo die Kinder eine verlässliche tägliche Betreuung bekommen und da stellen wir immer spezielles Personal dafür ein und versuchen auch immer, weil das natürlich auch ein Kostenpunkt immer ist, versuchen da auch ein finanziell vernünftiges Angebot zu machen, damit Kinder in den Ferien ein Betreuungsangebot haben, das aber niedrigschwellig ist, das nicht mit Lerninhalten gefüllt ist, sondern auch mit Aspekten wie Kreativität und Ähnlichem. Also die Vermittlung von informellen Lernprozessen ist uns da auch ganz wichtig. Sie setzen sich mit Ihren Projekten und Einrichtungen für eine kinderfreundliche Gesellschaft, für die Förderung der sozialen, körperlichen und emotionalen Entwicklung von Kindern, für den Schutz vor Ausgrenzung und Diskriminierung jeder Art und für die Weiterentwicklung einer kindergerechten Umwelt ein. Um welche konkreten Projekte handelt es sich, beziehungsweise können Sie den Ansatz an konkreten Projekten verdeutlichen? Also Werte sind für uns, die Werte, die für uns wichtig sind, sind vor allen Dingen sozusagen auch Kontinuität und Verlässlichkeit. Das ist was für viele Kinder der Einrichtungen, die unsere Einrichtungen besuchen, ein ganz wichtiger Aspekt ist. Die kommen oft aus Familien mit ganz problematischen Gesamthintergründen und kommen aus Familienkontexten, wo es eben keine Verlässlichkeit und oft keine Kontinuität gibt. Und da ist ein tägliches Angebot, pädagogisches Angebot in der Schule, eine tägliche Betreuungsmöglichkeit in der Kita und ähnlichen gelagerten Einrichtungen von großer Bedeutung. Von ebenso großer Bedeutung ist natürlich auch der Aspekt, dass das pädagogische Personal auch als verlässlicher Ansprechpartner, als verlässlicher Betreuungspartner immer dort vor Ort zugegen ist. Und Stichwort Erziehungspartnerschaft, das gilt natürlich auch für die Eltern, für die Dauer des Aufenthalts der Kinder in unseren Einrichtungen, bauen wir einfach zu den Eltern auch so eine Erziehungspartnerschaft auf. Das heißt, es wird über all diese Themen der Kinderentwicklung in regelmäßigen Abständen gesprochen. Und das ist uns ein ganz, ganz wichtiger Wert. Natürlich neben dem, wofür wir auch stehen, das ist sozusagen die Offenheit gegenüber Kulturen, Religionen, das heißt auch der Aspekt der Nichtdiskriminierung, da treten wir ganz, ganz explizit dafür ein und wir wollen aus Kindern auch starke Erwachsene machen, das heißt Kinder lernen bei uns auch eigene Grenzen, die sie als Grenzen empfinden, auch so zu artikulieren, Grenzen zu setzen, wenn irgendwie Situationen für sie unangenehm sind. Auch da bilden wir unsere Mitarbeiter fort und auch da geben wir den Kindern unserer Einrichtungen nach Möglichkeiten Handwerkszeug an die Hand, dass sie stark werden. Der Spagat zwischen Sicherheit bzw. Distanz in den Einrichtungen und dem Bedürfnis der Kinder nach Nähe und sozialen Kontakten ist für alle Beteiligten schwierig. Wie gehen Sie in den Einrichtungen damit um? Das Wichtigste sind uns die Kinder. Das heißt, die Kinder halten sich in den Einrichtungen so, es möglich ist, nach den entsprechenden Regularien, die uns vorgegeben sind, auf. Das pädagogische Personal auch. Es gibt eine Maskenpflicht in den Einrichtungen. Wir trennen die Kinder nach Altersgruppen. Aber innerhalb der Altersgruppen können sich die Kinder komplett frei bewegen. Alles andere ist, denke ich, auch nicht im Sinne der Kinder. Wir müssen da immer, denke ich, schauen, dass ein halbwegs normaler pädagogischer Alltag möglich ist. Das Ganze ist natürlich immer unter der Maßgabe, dass wir Hygienekonzepte in allen Einrichtungen haben, die bestimmte Vorgaben machen, sei es Maskenpflicht, Lüftintervalle, Abstandsregelungen, was die Verkehrswege anbelangt. Das setzen wir um und schreiben fort. Es gibt in jeder Einrichtung Hygienebeauftragten. Wir haben einen Betriebsarzt und Fachkraft für Arbeitssicherheit, die das immer kontrolliert, dass das auch eingehalten wird. Es gibt ja auch ständige Updates, wie diese Regularien umzusetzen sind. Tun wir. Aber das Kind kommt zuerst und ein halbwegs regulärer Betrieb, um auch auch den physischen Kontakt der Kinder untereinander, der ganz, ganz wichtig ist, zu ermöglichen,
aber auch im Kontext Erzieherin, Kind aufrechtzuerhalten. Das tun wir und das funktioniert. Aber es ist natürlich mit den ganzen Auflagen, die bestehen, anstrengend, anstrengend für alle Beteiligten. Wie bleiben Sie mit den Familien und Kolleginnen in Kontakt während der Schließungen und/oder Notbetreuung? Wir auf Ebene der Geschäftsleitung, Bereichsleitung haben natürlich immer Kontakt zu unseren Mitarbeitern gehabt, indem wir das virtuell durchgeführt haben. Und der Kontakt mit den Eltern hat stattgefunden und findet statt auf, sag ich mal, drei verschiedenen Wegen. Wir haben vor allen Dingen im vergangenen Jahr im Rahmen des Betretungsverbotes, als gar keine Möglichkeit war, in die Einrichtung zu gehen für die Kinder, unsere Mitarbeiter in drei Teams im Prinzip aufgeteilt, so ein virtuelles Team, ein Präsenzteam und so ein Streetworker-Team, würde ich mal sagen. Und da haben wir verschiedene Konzepte entwickelt, um eine dauerhafte Kontaktaufnahme mit den Kindern zu ermöglichen, sei es durch digitale Plattformen, sei es in Präsenz für die Kinder, die in der Notbetreuung waren, weil die Eltern in systemrelevanten Gruppen gearbeitet haben. Oder sei es durch die Kolleginnen, die unterwegs waren und mal bei Familien angeklopft haben und gefragt haben, wie geht's euch, mal Kreativpakete vorbeigebracht haben und sich einfach nach den Kindern auch so erkundigt haben im individuellen Gespräch. Das ist die Kontaktaufnahme, die wir vor allen Dingen während des Betretungsverbots gemacht haben. Dazwischen gab es ja Regelbetrieb, eingeschränkten Betrieb, Stufenmodell, also ein ewiges Hin und Her. Im Momentan haben wir eine Notbetreuung, also die Einrichtungen sind geschlossen, aber alle Eltern dürfen ihre Kinder bringen, so keine Betreuung möglich ist von ihnen organisiert. Das zeichnet sich ganz unterschiedlich aus in den Einrichtungen. Manche sind voll, manche sind leer. Auch da findet die Kontaktaufnahme wie gehabt statt, wie ich es eben beschrieben habe. Und im Bereich der offenen Kinder- und Jugendarbeit bei den Aktivschulplätzen ist es so, da können wir eine Einzelbetreuung machen, ein Kind am Tag, ein zweites Kind eine Stunde später und ein drittes vielleicht noch eine Stunde später, Einzelfallhilfe. Und hier machen wir ganz viele Kreativpakete, die die Kolleginnen vor den Aktivschulplätzen aushängen oder den Kindern nach Hause bringen. Und daneben gibt es so ja, Geschichten wie regelmäßige Newsletter über WhatsApp-Gruppen und Mailverteiler verteilt. Das ist sozusagen die Form der Kontaktaufnahme. Aber ich muss sagen, aktuell sind die Einrichtungen durchaus frequentiert, weil einfach viele Eltern einen Betreuungsbedarf haben und viele auch nicht mehr können. Welche Werte sind Ihnen im Kinderhaus wichtig, beziehungsweise nach welchen pädagogischen Gesichtspunkten arbeiten Sie? Ja, neben dem Engagement im Bereich Kindertageseinrichtungen ist uns sehr wichtig, dass wir noch weitere Engagements haben. Wir sind zum Beispiel im Bereich der Schulkindbetreuung an vielen Projekten am Start. Das sind sozusagen diese additiven Betreuungseinrichtungen im Bereich Grundschule, Mittelschule und allen anderen weiterführenden Schulen, wie Mittagsbetreuungen, offene Ganztagsschulen und gebundene Ganztagsschulen. Das ist ein wichtiger Aspekt, den wir in unserem Einrichtungsportfolio haben. Weiterhin offene Kinder- und Jugendarbeit. Mit diesen Engagements haben wir auch begonnen damals, also Aktivspielplätze und freizeitpädagogische Kinder- und Jugendeinrichtungen. Da haben wir 4 Stück in unserer Trägerschaft. Auch das ist uns ganz, ganz, ganz wichtig, hier engagiert zu sein. Der Aspekt Beratung im Bereich Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wir haben eine ganze Reihe von Beratungseinrichtungen. Da gehört die Tagespflegebörse dazu, da gehört die Agentur für Familie und Beruf dazu und eben der Familienservice. Das ist im Unternehmen ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb, der maßgeschneiderte Angebote für Mitarbeiter von Unternehmen im Bereich Eldercare, Lebenslagencoaching, Kindertageseinrichtungen und ähnlichen Dingen anbietet. Das ist so der zentrale Bereich unserer vielen Engagements. Wenngleich man dazu sagen muss, der Bereich Kindertageseinrichtungen ist der größte in Nürnberg und Erlangen, wo wir auch 5 betriebliche Kindertageseinrichtungen in Kooperation mit dem Siemens-Konzern haben. Und ja, es ist uns immer wichtig gewesen, uns da sehr divers und vielseitig aufzustellen. Ganz einfach, weil wir glauben, dass viele, viele Bereiche abgedeckt werden müssen und können und wir da immer schon sehr ja,
abwechslungsreich uns in die Projekte hineinbegeben haben. Es gibt derzeit viele unbesetzte Stellen im gesamten Bereich der Kinderbetreuung. Die Löhne unterscheiden sich im Vergleich von freien und öffentlichen Trägern teilweise deutlich. Woran liegt das Ihrer Ansicht nach und was tun Sie im Kinderhaus für Ihre MitarbeiterInnen? Also es gibt im Bereich Kindertageseinrichtungen in der Tat eine strukturelle Unterfinanzierung, die trifft alle, aber die trifft natürlich besonders freie Träger, wie wir einer sind, weil wir natürlich ausschließlich von den Zuschüssen der Kostenträger abhängig sind und die decken, das ist sozusagen so auch kalkuliert, in etwa 80%, 70 bis 80% der tatsächlichen Kosten ab. Es gibt da Kalkulationsgrundlagen, die von den entsprechenden Kostenträgern kommuniziert sind. Das heißt, es gibt eine strukturelle Unterfinanzierung, weil in diesem Gesamtsystem Kindertageseinrichtungen einfach nicht genug Geld drin ist. Das wird auf politischer Ebene immer wieder diskutiert, aber doch, denke ich, mit nur einem sehr marginalen Erfolg. Dazu kommt natürlich ein Fachkräftemangel. Es ist auf der einen Seite zwar in den letzten 10, 15 Jahren unglaublich viel im Bereich Kindertageseinrichtungen ausgebaut worden. Es gibt eine Fülle an Plätzen und neuen Kindertageseinrichtungen, aber nicht im gleichen Maße pädagogisches Personal, das dort tätig ist. Und das schafft natürlich eine Konkurrenzsituation auf diesem Markt, so kann man das sicherlich auch nennen. Und das sind freie Träger, natürlich im Gegensatz zum Beispiel den Kommunen, die Tarif zahlen können, weil da die Finanzierungssituation natürlich eine nicht so dramatischere ist. Ich sage mal, eine Kommune kann nicht in die Insolvenz gehen, ein freier Träger muss da wesentlich mehr kalkulieren und wesentlich strenger kalkulieren. Diese Problematik führt in der Tat oftmals zu einer Konkurrenzsituation auf dem Markt, wo wir jetzt als freier Träger oftmals auch das Nachsehen haben. Wir versuchen gegenzusteuern, indem wir sagen, wir haben bessere Arbeitsbedingungen durch einen besseren Anstellungsschlüssel, das ist das Verhältnis Pädagoge zu den Kindern. Wir versuchen gegenzusteuern, indem wir unseren Pädagogen auch eine ausführliche, umfangreiche Vorbereitungszeit geben für die Vorbereitung der pädagogischen Arbeit mit viel mehr Stunden, als das üblich ist. Wir stehen sozusagen auch für eine vielfältige Möglichkeit an Fortbildungs- und Weiterbildungsangeboten, die wir unseren Mitarbeitern zur Verfügung stellen. Und letztendlich, was uns auch auszeichnet, ist, wir sind zwar nicht mehr ganz so klein, schon denke ich durchaus ein mittelständisches Unternehmen so von der Größe her, aber wir stehen für relativ flache Hierarchien, schnelle Entscheidungswege und auch, denke ich, die Möglichkeit, dass dann Kolleginnen und Kollegen sich immer mit allen Problemen an uns wenden können. Und wir versuchen da immer schnelle Lösungen zu finden. Das ist so der Punkt, wo wir versuchen, ein bisschen entgegenzusteuern. Ich sage mal so die Soft Skills, wenn wir schon feststellen müssen, dass wir auf der Gehaltsebene in der Tat im Vergleich jetzt zu Trägern oder auch Kommunen, die nach dem TVED zahlen, ein wenig das Nachsehen haben. Was würden Sie sich auf politischer Ebene im Umgang mit der Pandemie wünschen? Also eine klare Stringenz, was politische Entscheidungen anbelangt. Ich würde mir einen stärkeren Fokus auf die Bedürfnisse der Jüngsten wünschen. Die sind in diesen ganzen Pandemiediskussionen sträflich vernachlässigt worden. Es ist schwierig, allumfassend alle Interessensgruppen natürlich zu vertreten. Und ganz klar ist auch, dass man im Bereich der vulnerablen Gruppen natürlich sehen muss, dass man Menschenleben rettet. Aber die Bedürfnisse der Kinder und die psychischen Schäden, die vermutlich nicht unrelevante Art und Weise haben, die daraus resultieren werden, sind schon ein großes Problem, das ist vernachlässigt worden. Das würde ich mir wünschen, dass da mehr der Fokus drauf ist. Und dann wünsche ich mir eigentlich, dass geimpft wird und dass getestet wird. Ich glaube, mit einer stringenten, funktionierenden Teststrategie hätte man schon vor geraumer Zeit, ja, und einer damit gekoppelten Nachverfolgung hätte man schon vor geraumer Zeit auch Kitas und Schulen zumindest in einem eingeschränkten Regelbetrieb laufen lassen können. Und das wäre nicht so ein ewiges Hin und Her gewesen. Und was jetzt passieren muss, ist impfen, und zwar ganz schnell und immer und 24/7. So viel für heute. Ich hoffe, die schwierige Zeit für die Kids, aber auch für uns ist bald vorbei. Wir sehen uns in Kürze in einer neuen Ausgabe in der Black Edition. Ciao.